Ja, Dr. Elsässer, wir wollen heute über den ME-Fonds Pergamon sprechen, ein Fonds für internationale Rohstoffwerte, ein Thema, das in den letzten Jahren zweifellos keinen Spaß gemacht hat. Extrem schwierige Jahre für die Anleger. Viele Fonds übrigens haben geschlossen, haben einfach das Handtuch geworfen. Sie sind diesem Beispiel nicht gefolgt. Der Pergamon ist weiter da. Was macht Sie zuversichtlich, dass uns jetzt vielleicht bessere Zeiten bevorstehen? Ja, Herr Kolbe, die Welt der Rohstoffe hat mehr denn je ihre Berechtigung. Die moderne Welt, die moderne Zeit ist nicht denkbar ohne Rohstoffe. Und wir glauben, dass die zweijährige Krise langsam dem Ende entgegengeht oder wir schon den Tiefpunkt überschritten haben. Vielmehr ist nicht einfach ein Glaube, sondern wir haben ein klares Szenario im Kopf. Und unsere Einschätzung der Sachlage ist wie folgt. Weshalb kann man optimistisch sein? Als antizyklischer Investor natürlich. Und insofern ist das ja auch eine große Chance. In 2013, und das muss man sich mal vorstellen, in anderen Branchen wäre es gar nicht denkbar, sind praktisch alle bedeutenden Geschäftsführer, Generaldirektoren, CEOs der bedeutenden Firmen ausgewechselt worden. Alle sind rausgeflogen. Von BHP, Rio Tinto, etc., etc. Bank of America, überall hat es einen Wechsel gegeben. Und was für einen Wechsel gab es? Es gab einen Wechsel hin zu den Pragmatikern aus den Reihen der Firma, aus den Abteilungen, die am besten gewirtschaftet haben, was Kosten und das ganze Operationelle angeht. Diese Leute sind nun ans Ruder gekommen. Entsprechend wird in 2013, im Geschäftsjahr 2013, alles überprüft, alles abgeschrieben, was man abschreiben kann. Alle Projekte, die nicht kostenträchtig sind, die nicht kostendeckend sind, werden eingedampft. Projekte, die noch 10 Jahre in Entwicklung gebraucht hätten, die auf Basis von zu optimistischen Daten angegangen wurden, werden eingestellt, etc., etc. Also es gibt einen großen Wechsel hin zum Pragmatismus. Die Ergebnisse dieser Maßnahmen werden in 2014 eindeutig greifen. Das bedeutet, wir werden gegen Ende 2014, Anfang 2015 die offiziellen Ergebnisse sehen. Das wird dann announced. Da die Börse aber immer grundsätzlich alle 6 Monate vorwegnimmt und die Leute ja schon von der Entwicklung erfahren, gehe ich davon aus, dass wir ab der zweiten Jahreshälfte 2014 erste wirklich bedeutende verbesserte Ergebnisse sehen werden auf breiter Front, was die Firmen angeht und in die investieren wir ja. Das bedeutet, dass wir jetzt in der ersten Jahreshälfte 2014 die Gelegenheit haben, umzuschichten. Jetzt hat der Anleger die Gelegenheit, wahrscheinlich noch zu diesen ganz tiefen Preisen zu investieren und das zeitliche Szenario wird danach greifen. Davon gehe ich aus. Es gibt im Moment wirklich extrem günstige Bewertungen, also Kursbuchwerte unter 1, teilweise Unternehmen, die wirklich unter Cash notieren, also großartige Chancen offensichtlich in diesem Bereich. Wie ist denn unser Portfolio der Pergamon aufgestellt? Wie ist es strukturiert? Was haben wir da? Ja, wir halten unseren Kurs. Wir gehen nicht aufgeregt hin und her mit unbedachten Umschichtungen. Das heißt, unsere Standbeine sind nach wie vor der Bereich Energie. Das bedeutet Öl, Gas, antizyklisches Investment wie Uran. Wir haben dann den Bereich der Industriemetalle, Zinn, Kupfer, Nickel und den Bereich Edelmetalle, einschließlich Platin. Und dann den Sektor der Spezialgebiete wie Diamanten. An diesen 4 Säulen wollen wir in jedem Fall festhalten und wir werden die nächsten Monate dazu nutzen, zu schauen, welche Firma ist wie tief bewertet, wer ist wie tief gefallen, wo sind die besten Aussichten und werden einige Umschichtungen vornehmen und entsprechend auch ein gutes Mix erzielen zwischen den Firmen, die wahrscheinlich als erste aus der Krise hervorkommen werden. Aber wir werden auch bewusst Investments halten und auch im Rahmen der Umschichtung, die besonders tief sind und wo der Ausblick noch gar nicht so nahe ist. Das wäre zum Beispiel Thema Uran, wo sozusagen die Besserung noch nicht um die Ecke ist, weil dort sind die Preise so extrem tief oder auch im Bereich der seltenen Erden so tief, dass es ein antizyklisches Investment sich lohnt.
Typisch für Ihren Ansatz ist ja auch, der Pergamon wird ja nicht vom Schreibtisch aus gemanagt. Sie gehen ja immer wieder auch wirklich in die Bereiche, in die Regionen rein, wo auch die Werte herkommen. Australien ist ja ein Beispiel, auch andere Regionen. Und gab es zuletzt interessante Reisen? Was waren die Erkenntnisse? Was ist geplant für 2014? Ja, im 2013, die letzte Reise, das war noch Anfang Dezember, war ich in Australien, in Perth, in Adelaide und in Tasmanien vor Ort. Und solche Reisen lohnen sich immer, einfach weil man den Leuten in die Augen schaut. Man lernt dann ja nicht nur neue Leute kennen, sondern besucht auch die, die man schon länger kennt. Man sieht, wie sie sich verändert haben, wie sind sie mit der Krise umgegangen. Und ich interessiere mich vor allem für die Firmen, die in dieser Krise nicht nur überlebt haben und stehen geblieben sind oder aufrecht stehen, sondern die, die die Zeit nutzen. Das heißt, die trotz sinkender Börsenkurse aktiv sind mit ihren Wohlprogrammen, mit Lizenzverhandlungen, aber auch mit Akquisitionen. Da hat es einige sehr interessante Fortschritte gegeben und viele gute Nachrichten. Auch, und das Phänomenale ist, im Kurs schlägt es sich überhaupt nicht wieder. Das heißt, man hat eine, über die Zeitachse eine strukturelle Verbesserung des Engagements, aber man kommt zu gleichen tiefen Preisen. Ja, und die nächste Reise hier, wir haben die Karte von Nordfinnland. Das, da geht es im Februar mit warmer Kleidung in den hohen Norden. Nördlich von Oulu sogar nach Rovaniemi, die Hauptstadt von Santa Claus. Und dort wird eben besonders im Winter gebohrt. Warum? Weil das Erdreich ist dann hart. Das heißt, das schwere Gerät, die LKWs, die Geräte, die Fahrzeuge, die die Bohrgeräte transportieren, bleiben im Schlamm nicht stecken. Und man kann dann besonders gut bohren. Und wenn so etwas Größeres ansteht und die Möglichkeit existiert, gehe ich dann auch gern vor Ort. Und auf der Rückreise mache ich natürlich eine Helsinki-Station, wo ich dann mit den Leuten auch im Bürobereich dann spreche. Wie sieht es eigentlich aus? Sind Sie ganz alleine oder gibt es ein Netzwerk, dessen Sie sich bedienen? Beispielsweise Helsinki hatten Sie genannt. Ja, ich bin ja selber kein gelernter Geologe, sondern kommen wir von der kaufmännischen Seite. Natürlich habe ich im Laufe der Jahre intensiv eingearbeitet, aber ich habe praktisch pro Region oder sogar pro Land haben wir einen eigenen Vertrauensgeologen, der unserem Fonds schon lange verbunden ist, der die Vorsichtung durchführt und der mich dann auch begleitet und fortlaufend die Ergebnisse überprüft. Denn die Firmen sind natürlich Meister darin, jegliche Fortschritte, die sie geologisch zu erzielen, in ein gutes Licht zu stellen. Und das muss man immer einordnen können. Und das geht nur mit großer Expertise, und zwar einer neutralen Expertise und nicht jemand, der in dem Projekt selber engagiert ist. Und insofern, in Finnland haben wir einen Herrn, sehr, sehr erfahren, über 30 Jahre in dem Metier tätig. Der wohnt auch selber im Norden, in Rovaniemi, und mit dem geht es dann in die Walachei. Sehr interessant. Interessante Reisen, auch ein interessantes Thema für 2014, internationale Rohstoffaktien. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Dankeschön.